Lange hat die Firma Loser Chemie im Erzgebirge daran getüftelt. Nun kann sie Module von Photovoltaikanlagen komplett recyceln. Die große Herausforderung war, an die Halbleiterschicht im Innern zu gelangen. Denn erst dort lässt sich für Chemiker ansetzen. Die herkömmlichen Schredderverfahren können das also nicht. Und wir haben uns überlegt, wie wir diese Module im Ganzen öffnen können. Dafür haben wir ein Verfahren entwickelt und nach der Behandlung würde man im Prinzip diesen Effekt erzielen. Und wie Sie sehen, hat man hier die Möglichkeit, die Halbleitermaterialien chemisch anzugreifen. Zum Öffnen hat das Fraunhofer IWS in Dresden eine technische Lösung mit Laserlicht gefunden. Auf den getrennten Platten können nun die Halbleitermaterialien gelöst werden. Das Besondere am Verfahren von Loser Chemie: Es ist universell einsetzbar für alle gängigen Dünnschicht-Photovoltaikmodule. Immerhin gibt es in Europa tausende Typen, die sich in den verwendeten chemischen Elementen unterscheiden. Am Ende übrig bleiben separate, wiederverwertbare Materialien. Zum einen qualitativ hochwertiges Glas und zum anderen Lösungen mit konzentrierten Metallen, aus denen sich ganz neue Produkte herstellen lassen.